Hatte ich Ihnen gesagt, ich kann das nicht entfernen. Wartet mal, ich hole noch mal meine schlaue Liste raus hier. So, weil das sind die Sachen, hier möchte ich jetzt auch frei machen. Das sind die Sachen, die man natürlich als erstes produzieren, wenn es das Zugang zu neuen Gebieten gibt. 2 Holz. Planken. Ich gucke auch gleich nochmal zur Imkerei, die ist ja hier auch in der Nähe. Dann können wir uns auch gleich notieren, was wir da noch für brauchen, dass wir das auch mal wieder in Gang nehmen. So. Ist notiert. Das müssten wir sogar relativ simpel zusammenkriegen hier. Die Imkerei war auf der anderen Seite des Flusses, ne? Hier nördlich von der Kirche. Wenn wir jetzt einen Alchemietisch haben dann, oder herstellen können, dann können wir dann auch endlich die Tinte machen und das alles, ne? Und noch ein bisschen Flusssand mitnehmen. Nehmen wir noch ein bisschen Flusssand mit. Gerade hier bin. Frage ist, wie viel? Da einmal gebraten bringt 5. Ich sag mal, wir haben jetzt 15, das sind dann jetzt 20. 25. 30, ich gehe mal auf 50. Ja? 39, das sind jetzt 40. 45 und 50. So, dann können wir nämlich auch noch ein bisschen Glas produzieren dann. Ich vermute nämlich mal, dass wir, um Tinte herzustellen, ein Glas brauchen werden, wo wir die reintun können. La la la. Hier gibt es Bienen. Es gab tatsächlich eine Biene. Und vor allem gab es Honig. Das war mir das Wichtigste. Ach, guck mal, hier ist noch ein Ding. Da muss ich auch gleich nochmal nachgucken. Was wir da dann an Zutaten noch brauchen. So, hier haben wir jetzt mal Bienenwachs gekriegt. So, was brauchen wir für die Bienenzucht? Da brauchen wir nochmal Holzplanken. Ich notiere mir das wieder. So, 4 Holzplanken. Das ist nämlich, das wird das erste sein, was wir dann, wenn wir wieder zu Hause sind, machen, nachdem wir im Garten die Karotten geerntet haben und da dann wieder einen Auftrag geben zum Backen. Dass wir zusehen, dass wir hier diese Ressourcen alle zusammenkriegen. Und dann einfach mal gucken, was da so dahinter liegt. Das werden wir sogar machen, bevor wir großartig unten in der Kirche ausbauen. So, wie lange wird das denn jetzt wohl brauchen, um sich zu resetten? Und was war das hier? Steine, ne? Große Steine? Ja. Ja, können wir einen mitnehmen gleich. Ich kann das nicht entfernen. So, hier brauchen wir auch nochmal 10 Holzkeile. Das ist ja quasi genau das gleiche wie beim anderen auch, ne? Mit den Holzplanken noch und die 4 einfachen Eisenstücke. Das scheint ja dann universal zu sein. Dann können wir uns den Weg hier nach Norden dann auch frei machen. So, aber prinzipiell sind wir ja auf dem Weg nach Hause. Ich nehme jetzt 3 Steine mit. Einen können wir tragen und 2 können wir schieben. Ne, dann haben wir das nämlich auch nochmal mitgenommen.
So, dann machen wir jetzt so allmählich. Dann hier doch ordentliche Fortschritte. So, zack, den noch mit. Ich mag dieses Spiel. Man hat wirklich das Gefühl, dass man so nach und nach sich hier tatsächlich auch was aufbaut und dass da wirklich was bei rumkommt. Finde ich richtig geil. So. Es muss ja irgendwo auch noch eine Eisenerzader in irgendeiner Art und Weise geben. Denn wir haben ja das Eisenerzlager, so wie wir für die großen Baumstämme und für die großen Steine hier was haben, aber ja auch für großes Erz ein Lager. Das haben wir nur noch nicht gefunden. Das Glas kommt hier mit rein. Honig, wir haben Honig. Sehr schön. Der Flusssand kommt hier mit rein. So, bevor wir jetzt wieder Glas herstellen, legen wir hier jetzt mal Priorität auf. Also ich denke, wir können schon hier die volle Kapazität an Feuerholz verbrauchen. So, der Rest hier unten rein, das müsste eigentlich passen. So. Haben wir das schon mal gemacht. Hier werden wir schon mit Broten erschlagen jetzt. So, wenn wir den Honig hier schon mal wegpacken. Die Pilze packe ich mit rein. Die roten Pilze sind wahrscheinlich eher für die Alchemie, ne? Genauso wie der Bienenwachs. Aber die Biene selber, wir sammeln ja Bienen, wir wollen ja eine eigene Imkerei machen dann, ne? Das nehme ich mal mit. Ich weiß noch nicht, wofür der Eisenmeißel ist, aber ich behalte ihn das mal wieder im Inventar. So. Hier können wir uns ja dann noch ein Alchemielabor einrichten. Das wird richtig geil. Die Kiste ist voll. Gut, dann in dem Fall nehmen wir mal unser ganzes Papierzeug und die Geschichten. Und die Federn und das Gebet und den Glauben. Aus der Truhe raus, denn wir haben ja hier ein Schriftrollenregal. Wo ich solche Sachen jetzt einfach mal reinpacke. So. Und wenn wir dann das Alchemielabor haben, dann können wir hier noch ein bisschen mehr sortieren, dass die Sachen dann auch immer an der passenden Stelle sind. Das ist bald schon der Kirchentag. So viele Sachen. Guckt euch das an. Wir brauchen nämlich verbesserte kegelförmige Gefäße für den Alchemietisch. Polierte Steine für die Alchemiemühle. Alchemieregal. Also da 4 Holzbalken. Wow. Und für den Handmischer. Also ich muss erstmal gucken. Bauen und Handwerk. Schmiedekunst ist es dann wahrscheinlich. Oh Gott. Also für den Alchemietisch brauche ich verbesserte kegelförmige Gefäße. Dafür brauche ich jetzt erstmal die normale Glasbläserei, damit wir dann Glasbläserei 2 lernen können. Also 40 blaue.
Und wir brauchen Ofen 2, sonst können wir die gar nicht herstellen. Und Ofen 2 müssen wir auch nochmal freischalten. Das heißt, wir brauchen jetzt 50 blaue Dinger. Gut, wir können ja Glas herstellen, ne? Na, warte mal. Ne, Papier bringen, Dings. Und Forschung halt, ne? Okay, das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. Müssen wir erstmal auf das andere Zeug konzentrieren. Das Schlimme ist, dass wir einen Alchemietisch brauchen für die Tinte immer noch, ne? Also sollte ich vielleicht... dann doch mal wieder ein paar Leichen kaufen. Weil ich soll... So. Ich sollte noch mal nachgucken, womit wir blaue Punkte gewinnen. Ich meine, wir können ja noch so ein paar Kirchengeschichten erforschen, ne? Friedhofsgeschichten. Die Holzkreuze und das. Das müsste uns ja rein theoretisch nochmal blaue Punkte geben. Achso, nee, ist schon richtig so. So, also wir brauchen silberne Kürbisse. Für die gute Kloto. Das ist ja nicht so schwer, das können wir ja gleich hier dann in Angriff nehmen. Ernteabfall kommt hier weg. Rübensamen. Wie viele Karottensamen haben wir jetzt? 54. Ich glaube, wir hatten vorher mehr, ne? Ich glaube, wir hatten vorher mehr. Hier, wir haben... wir haben nur bronzene Kürbiskerne. Aber das macht ja nichts. Können wir uns ja kaufen, ne? Die können wir uns ja kaufen gehen. Das ist nicht so schlimm. Ich kann auch einfach erstmal hier wieder Kürbisse anpflanzen. Einfach damit wir erstmal Kürbisse haben. Oh, ich habe vergessen, wie viele... dafür schon nicht genug. Ja, komm, dann mal noch ein bisschen Hanf. Muss ja nicht leer liegen hier. So. Hier fehlen mir immer noch die Baumsetzlinge. Solange ich die nicht habe, kann ich keine Bäume setzen. So, das ist wieder die Zeit des Wartens, wo wir jetzt erstmal wieder Eisen produzieren müssen und sowas. Das dauert ja jetzt seine Zeit. In dieser Zeit können wir uns theoretisch dann erstmal mit anderen Sachen beschäftigen. Zum Beispiel nochmal Holz ran schaffen. Zum Beispiel. Das mache ich jetzt auch. Hier das Kirchenzeug zu produzieren, die Gräber, die wir dann noch erforschen können für blaue Punkte. Wir brauchen ja die blauen Punkte. Ich will diesen scheiß Alchemietisch haben. Denn davon hängt alles ab. Damit geht es dann weiter.
Also konzentriere ich mich jetzt da drauf. Und ich würde sagen, mit Holz ranschaffen und solche Sachen. Beschäftigen wir uns jetzt bis wir wieder Predigt gehalten haben. Dann können wir in der Zeit immer noch ein paar Eisenbarren produzieren. Die Brötchen können noch ein bisschen vor sich hin backen. So, wie viele Balken brauchen wir? Drei. Mach erst mal einen. Dann muss ich mir noch mal angucken, was genau wir daraus jetzt herstellen konnten hier. So, drei Holzbalken brauchten wir für die Sache im Sumpf. Holzplanken produzieren wir auch aus dem Dinger gefertigt an. Zombie Sawmill completed, was? Achso, nee, hier, das sind die Holzbalken. So, davon brauchen wir drei Stück. So, dann brauchen wir sechs Planken. Und dann brauchen wir noch die Nägel. Nägel heißt zweimal hier. Dann haben wir, das ist das für den Sumpf. So, jetzt brauchen wir Holzkeile. Holzkeile haben wir aber hier irgendwo noch. 10 brauchen wir aber zweimal, nehmen wir also gleich 20 mit. So. Dann brauchen wir nochmal zwei Holzplanken. Damit wären wir dann auf 8. Die haben wir aber eh schon im Inventar. Und 4 einfache Eisenstücke müssen wir herstellen. Damit geht es jetzt weiter. So, das war dann nämlich die Bestellung. Jetzt brauchen wir nochmal 4 einfache Eisenteile. Aber wir haben ja eben schon 6 hergestellt, also brauchen wir nur noch ein Ding. Vier Holzplanken brauchen wir nochmal. Die können wir ja hier herstellen. 2 leeres Papier, die haben wir unten im Keller. So, dann nochmal 2 Holzplanken und 4 einfache Eisenstücke und dann haben wir's. Dann holen wir uns noch das Papier unten. Damit ich das nicht vergesse. Und ansonsten sind wir jetzt aber tatsächlich erstmal vorbereitet, um diese ganzen Reparaturen durchzuführen. Und uns damit dann gleich nochmal jede Menge neue Gebiete zu erschließen. Aber erstmal schlafen gehen. Erstmal schlafen gehen, unsere Energie wieder regenerieren und dann gehen wir gucken, was wir hier jetzt noch überall so freischalten können, während wir halt auf die Eisenbahn und das alles warten. Ne? Ich habe keinen Platz mehr für... Na gut, ich brauche die Holzstöckchen nicht, die kann ich wegtun. Was ich eingesammelt habe. So, zack, zack.
dann geht es nämlich wirklich mal vorwärts hier. Also dann habe ich wirklich... Die Eisenbarren, die brauchen wir auch nicht mitschleppen. So, die Predigt, die haben wir noch im Inventar, ne? Gut. Nehmen wir auf dem Weg jetzt nur das Papier mit, dann können wir nämlich gleich mit dem Bauen durchstarten, wenn wir jetzt hier unsere Predigt gehalten haben. Das Papier hatte ich da links hingestellt. Ich will jetzt nämlich unseren Keller fertig haben. So, leeres Papier, zwei Stück. Ja, ich will jetzt erstmal ein bisschen die Eisenbarren da in Ruhe anfertigen lassen und solche Geschichten. In der Zeit repariere ich das Umland. Und das nächste, was wir dann machen, wenn wir diese Sachen da alle repariert haben und mal geguckt haben, was da so hinter ist, ist blaue Punkte zu sammeln, damit wir uns dann hier in Richtung Alchemietisch arbeiten können. Denn mein tatsächliches Hauptziel, und das jetzt in der Tat ja auch schon seit einiger Zeit, ist die Herstellung von Tinte und Papier. Dafür brauche ich diesen Alchemietisch. Dann geht's nämlich weiter. Dann können wir nämlich auch die Flugblätter für den Inquisitor machen und wir können uns hier bessere Predigten machen und lauter solche Sachen. Nur, da müssen wir halt erstmal hinkommen. So, die weichen Kirchenbänke, die hatte ich ja hier freigeschaltet, ne? Wollte ich nur mal gucken. Ein Räuchergefäß kann man auch mal aufstellen. Ah, Holzkonstruktion und Seide für die weiche Kirchenbank. Das wird dann auch nochmal eine neue Baustelle. Und dieses Spiel hat so unglaublich viele Sachen, die man machen kann. Das ist sowas von genial. Nee, ich gehe nochmal runter. Ich packe den Glauben noch weg.